Heute putzen wir zusammen putzen und schauen, wie wir am Ende des Tages die Kaffeemaschine gründlich reinigen. Gummihändchen ist optional, aber bevor wir anfangen, brauchen wir definitiv ein paar Sachen zum Putzen. Und zwar das Reinigungsmittel, Gruppenbürste, ein Blindsieb und ein Schraubenzieher. Ebenfalls wichtig ist ein Schwämmchen oder ein Bürstchen, ein Löffel und ein Reinigungstuch. Los geht's! Wir fangen an mit dem Rückspülen der Gruppe. Für das nehmen wir den Siebträger raus und ersetzen das bestehende Sieb mit den Löchern mit dem sogenannten Blindsieb, wo keine Löcher drin hat. Zum Sieb rausnehmen, das kann relativ streng gehen, kann man gerade das Blindsieb benutzen und einhängen oder alternativ auch das Löffel zum Sieb rausbrechen. Das neue Sieb einsetzen. Fertig. Ins Blindsieb kommt ein Espresso-Löffel Reinigungspulver oder einen halben Teelöffel. Siebträger einspannen und das Reinigungsprogramm starten. Das ist bei allen Lamazoco-Kaffeemaschinen das gleiche, nämlich der manuelle Knopf zusammen mit dem einen Espresso. Gleichzeitig drücken, kurz halten. Und dann steht im Display, dass die Maschine am Rückspülen ist. Laufen lassen. Nach 2 Minuten stellt das Programm automatisch ab und die Maschine ist wieder im Betriebsmodus. Wenn die Maschine fertig rückgespült hat, den Siebträger ausspannen. Mit sauberem Wasser kurz ausspülen. Nochmal einspannen. Und das Programm nochmal laufen lassen. Das stellt sicher, dass das Spülmittel aus der Maschine rausgespült wird und am nächsten Morgen die Maschine noch voll funktionstüchtig ist und nicht verstopft. Wenn die Maschine rückgespült ist, entfernen wir das Sieb. Für das ist das Tüchli sehr praktisch, weil die Gruppe hier unten ist. Auch wenn man es schon abgestellt hat, vermutlich noch heiß und wir brauchen einen Schraubenzieher. Das Sieb ist mit einer Schraube aufgeschraubt. Normale Schlitzschraube. Das sieht folgendermaßen aus. Einerseits das Duschsieb mit den Löchern und eine Spezialschraube, die man nicht verlieren sollte. Das Praktische bei der Lamazoco-Maschine ist, dass alle Teile aus Edelstahl sind. Das heisst, ich kann sowohl das Duschsieb als auch den Siebeinsatz, als auch den ganzen Siebträger selber mit einem Schwämmchen oder mit einem Bürstchen problemlos ribbeln, schrauben, kann nichts passieren, kein Belag abkommen, bis alles wieder glänzt und sauber ist. Das heisst, alle Teile werden sorgfältig unter dem Wasser, mit einem Säufen geputzt, bis wieder glänzt und dann kann es weitergehen. Super Duschsieb wieder aufschrauben und zwar nur handfest, ohne Kraftaufwand. Das reicht schon. Die Kaffeemaschine hat in der Brühegruppe einen Gummiring, wo der Siebträger hier oben abdichten tut.
Dann putzen wir mit der Gruppenbürste. Das kann irgendein Bürstchen sein, aber typischerweise sind das speziell abgewinkelte Bürste, wo man schön da reinkommt. Das heisst, ein bisschen Wasser laufen lassen und schön dem Dichtungsring entlang putzen, damit der nicht spröd wird, sauber ist und nachher wieder schön abdichten tut. Die Milchpflanze muss man eigentlich nicht separat putzen. Wenn die jedes Mal brauchen, schön mit einem Feuchtentuch abputzt wird und ausblasen wird, gibt es eigentlich nichts zum Reinigen. Was man nicht sollte, bei der Lamarzocco-Maschine zumindest, ist der Spitz unten abschrauben, weil da hat das Dichtungsmaterial im Schraubgewinde drin, wo könnte undicht werden. Als Alternative, wenn man es gerne chemisch und gründlich reinigen will, gibt es Spülmittel, die speziell für Dampfpflanzen gemacht sind. Tut man ein bisschen in ein Kännchen mit kaltem Wasser rein. Und das kann man 2-3 Mal aufschäumen, bis es heiß ist. Im ganz hartnäckigen Fall auch das Moment stehen lassen und nachher wieder entfernen. Gut ausblasen, abwischen, fertig. Am Schluss nicht vergessen, dass die Abtropfschale Teil der Maschine ist und man auch die putzen sollte, auch wenn es vielleicht von außen nicht so gut ersichtlich ist. Bei jeder Maschine kann man das Abtropfgitter rausnehmen, gut putzen im Rünnli. Die Schale selber nicht vergessen, auch die rausnehmen, im Rünnli putzen, wieder einsetzen. Und nicht vergessen, vielleicht auch mit einer Lumpen Maschine aussen wieder auf Hochglanz bringen. Dann haben alle Freude am Morgen, wo wieder anfangen zu arbeiten. Ein kleiner Zusatz. Wenn eure Espressomaschine integrierte Waagplatte hat, ist es wichtig, dass ihr die zuerst entfernt, sorgfältig. Und erst dann das Gitter rauslupft. So verhindert ihr, dass sich die Waagplatte verkantet und beschädigt wird. Wenn die Waagplatte entfernt ist und die Abtropfschale weg ist, ist es sehr wichtig, dass das offene Waagteil nicht nass wird. Das heisst, die Maschine am besten gerade abstellen oder mit einem Tuch schützen und sorgfältig behandeln, dass es keine starken Schläge oder Erschütterungen gibt. Ja, so einfach geht das und die Maschine ist wieder sauber. Wenn ihr Zubehör braucht, Reinigungsmittel, Bürstchen, Lumpen, findet ihr alles bei uns im Webshop www.kialoa.ch. Viel Spass beim Putzen!